What the? Sorry, bro. Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Outlast. Mit mir, den Thomas und Playageddon. Ich würde mal sagen, wir werden auch direkt weitermachen. Ich würde mal hier reingehen. Das letzte Mal haben wir uns ja schon ein bisschen da erkundet. Oh Gott. Da liegt ein Polizist. Ohne Batterie ist das, ne? Ja, das ist so nice. So, wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Hier ein toter Polizist, schön filmen. Und gucken, was wir so machen können. F, ne? Ja. So. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass wenn man die Kamera nur durchguckt, ohne Licht jetzt, dann zieht es keinen Strom. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Dann noch ein Polizist-Film. But first, let us filming the dead police. Ah. Also das Spiel soll ein sehr langes Horrorspiel sein. Und bis jetzt, der Gruselfaktor war im ersten etwas da. Die Atmosphäre ist super aufgebaut. Das Game ist auch wirklich nice. Allein schon diese 30 FPS, die mich immer verfolgen, mit die aussehen wie 60, sind hammer nice. Da liegt ja noch einer. Vielleicht ist da noch eine Batterie, die wir sammeln können. Denn wir brauchen haufenweise Batterien in diesem Spiel. Und deswegen hoffe ich mal, dass da was drin sein wird. Okay, laufen können wir auch schnell. Mir die Akte schon durchgelesen. Linke Maustaste. Na. Ah. J, ne? Eine staatliche Erklärung wurde vor dem Direktorenausschluss seitdem der Morkov Hardline Security geliefert, die Grund zur folgenden Annahme hat. Katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch Eides staatliche Erklärung und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten volle Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzeichneten Sie und alle Lebenden an Verwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff-Kooperation oder Ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechender Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Okay. What the fuck? Hallo. Okay, er sieht nicht mehr ganz fresh aus. So. Ob mir die coolen Sprüche nicht in diesem Spiel noch vergehen werden. So, ich würde mal sagen, wir gehen da weiter in die Richtung. Ich schätze mal, dass es da weitergeht. Ich hoffe es. Ich will auch nicht zu lange auf einer Stelle bleiben. Und was ich ganz schlimm in Horrorspielen finde, wenn ich weglaufen muss, das kann ich überhaupt nicht ab. Ja, da haben wir schon nachgeschaut gehabt. Die Akte hatten wir auch schon gelesen. Dich zur Seite zu lehnen. Ah, das ist bestimmt auch nützlich. Schatzi mal. So. Schatzi, hier ist auch nichts mehr. Atme bitte nicht so laut, das macht mir Angst. Oh, das ist ein Rollstuhlfahrer. Ja, na, ne, guck doch. Meine Fresse. Und da sind, okay. Weiter geht's hier lang. Ob der Rollstuhlfahrer uns, er bewegt sich auf jeden Fall. Das heißt, er lebt noch. Ach, schön, dass die Tastatur jetzt rumbackt. Das ist wirklich sehr schön. Sag mal. Nee. Ich glaube, das wird mal einen kurzen Cut geben. Da ist ja nicht funktioniert, deswegen. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ich habe gerade das Spiel nochmal neu gestartet. Und da der Bug einfach nicht weggegangen ist. Also den ersten Bug haben wir auch schon überlegt. Bruder, ich glaube, du könntest mal was zu essen vertragen. Meckes oder sowas, Burger King. Okay. Die starren auf den Fernseher. Es läuft gerade etwas Blutiges. Bruder. Siehst du mich? Das heißt dann wohl nein. Geht's dir gut? Oh, er hat keine Hände mehr. Dir geht's auch nicht besonders gut, oder? Wieso wird der Ton lauter? Und wie geht's dir? Hat der Schrank dir wehgetan? Vielleicht ist er auf dich gefallen, das hat dir wehgetan. Okay.
Ich würde aber sagen, wir gehen weiter. Gucken, was hier so ist. Ich sehe keine nirgends von der Tür. Oh, hier muss man gar nicht durch. Kann man vielleicht hier rein? Ich habe immer Angst, dass die Typen sich bewegen werden. Ich habe auch da Angst, dass der Typ gleich aufstehen wird. Okay, ist hier irgendwas? Kann ich rüberspringen? Ach, da ist eine Tür. Ah. Okay, der Ton ist zum Glück weggegangen. Das Spiel hat gemerkt, dass ich mich hier nicht erschrecke. Ach, können wir hier irgendwas machen? Ach, na, wir können uns ducken. Das können wir machen. Ist da irgend... Nein, sieht nicht so aus. Oh, wir sollten den Typen noch filmen. They see me rolling. Nein. Okay. Ist hier irgendwas drin? Okay, das ist auch ein toter Typ. Die toten Typen hier in diesem Spiel machen mir irgendwie Angst, obwohl... Oh, ich mag es überhaupt... Ah, da ist eine Notiz drin. Drücke linke Maustaste, um die Schlüsselkarte für den Sicherheitsterminal zu... Ah, wir haben die Sicherheitskarte gefunden, okay. Und hier ist schon wieder ein Telefon, das abgebrochen wurde. Heißt, dass er vielleicht noch nicht lange tot ist. Irgendwer hat mir... Jalzin war es, glaube ich, im letzten Part gesagt, dass ich den Spielsound etwas höher drehen soll. Das werde ich auch direkt machen. Okay. Sicherheitsterminal. Wahrscheinlich... Ah, jetzt weiß ich, wo wir lang müssen. So. Ich schätze mal wieder dahin, weil da sehr sicherheitsmäßig aussah. Viel Spaß noch bei der Sendung und ja. Viel Glück noch im Leben. Ich habe das Gefühl, dass der Typ uns gleich irgendwie erwischen wird. Kannst du mir sagen, was du willst? Das ist... What the... Nein, holen Sie raus, bitte. Der Doktor ist tot. Reißen Sie raus. Sie müssen mir helfen. Nein! Manometer, lauf! Lauf! Was willst du von mir, Mann? Jesus Christ! Okay. Alter, ich wusste es, weil das uns anspringen wird. Der sah schon so gefährlich aus, obwohl er im Rollstuhl ist. Können wir jetzt vielleicht raus? Wäre nett. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er dieses Spiel dann... Ups, das wollte ich nicht. Das müssen wir auch ausmachen. Hast du noch ein bisschen Film in der Psychiatrie hier? Und die Framerate hat spinnt gerade ein bisschen rum. Ein bisschen stark sogar. Okay. What is hier los? Ja, wäre nett, wenn du ein bisschen mitspielst. Du kannst nach hinten schauen, indem du... What the fuck are you? Go away, bitch. Oh Gott. Wir werden einfach mal die Toiletten. Ups, nicht so nah ans Mikrofon, sonst gibt's noch aus. Nee, das. Oh. Ist hier vielleicht eine Batterie drin? Nein. Die Framerate. Okay, er hat sich wieder beruhigt. Witness. Okay, Witness. Was heißt Witness? My English isn't good. Ist hier vielleicht eine Batterie. Oh, ein Arm. Da wollte ja wohl jemand sein Essen runterspülen, wie es aussieht. Hier war jemand sauer und hat einen Spiegel zerschlagen. Wir gehen einfach mal rüber. Okay. Hier wollte jemand Picasso sein und hat die Wand ein bisschen rot angemalt. Und er wurde erschossen oder was mit dem passiert, Mann? Ich meine, guck dir das mal an. Ah, da ist was. Ja, eine Batterie. Oh, sehr nice. Eine Batterie. Das können wir immer gebrauchen, eine Batterie. 10 Batterien können wir maximal haben. Und ich glaube irgendwie, dass es uns im Laufe des Spiels die Batterien ausgehen. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich die Tür nicht zugemacht habe. Oh, ich sollte E drücken fürs Umschauen. Das werden wir gleich machen. Security. Nein. Können wir jetzt durch? Jo, tatsächlich. Können wir da irgendwas sehen? Anscheinend tut sich hier nichts bewegen, oder? Können wir die Tür zumachen? Ja, tatsächlich. Was? Wenn das Spiel uns sagt, dass man sich da verstecken kann. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Darauf habe ich jetzt schon keinen Bock mehr, ey. Oh, ich hasse es in Horrorspielen so dermaßen, wenn man immer weglaufen muss. Ich mag das gar nicht. Ich kann das auch gar nicht ab und da sterbe ich auch meistens. Deswegen würde ich sagen, kann man auch zwischen...
Durchspeichern, nein, wie es aussieht, nicht. Vielleicht ist hier irgendwo noch eine Batterie. Batterien sind immer eine gute Akte. Jetzt haben wir wieder was zum Vorlesen. David in der Lesestunde. Ah, J. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Moorcroft Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial von Project Wallrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend eindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Wallrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weitere Verluste. Was die bereits Verzeichneten betrifft, so ist die familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenische Antriebstherapie der Bedruckte von Arbeitsmodellen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen und weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll Helen Granat, Moorcroft Schadens Abteilung, okay. Okay, jetzt chillt hier ein bisschen. Die PCs sind überall anders. Ich glaube, von Stromspann haben die hier noch nie was gehört. Ich will ehrlich gesagt nicht weiterspielen. Achso, Film. Ich soll ja ein bisschen Filmmaterial hier rausbringen, falls ich das hier überleben sollte. So. Filmmaterial ist immer gut. Oh nein. Abgeschlossen. Ich habe was gehört. Okay. Ist wieder hinten. Ich will nicht ins Exit. Ich mag das nicht. Können wir auch nicht. Bald können wir die Tür vielleicht aufmachen. Nein. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. In den Räumen waren wir schon, ne? Wobei, da ist noch eine Tür. Hab ich gar nicht gesehen. Vielleicht müssen wir da durch. Können wir irgendwie da durch? Nein, können wir nicht. Ich will auch nichts wegcutten, um die Illusion der Gruseligkeit zu erhalten. Okay. Vielleicht müssen wir da runter gehen, aber ich will nicht da runter. Es ist gruselig. What the? Sorry, Bro. Ich will da nicht runter. Jetzt will ich noch weniger. Okay. Filmmaterial. Ich wette, man kann da auch nicht rein. Oh, Gott sei Dank. Okay. Da oben ist eine Überwachungskamera, die sogar noch läuft. Das soll ja vom Terminal da gerade oder was auch immer ist. Da waren wir gerade. Da geht's nicht weiter. Kann man da durch eventuell? Ne, da waren wir auch schon. Da ist ja der Krüppel, ne? Jo. Da ist der Krüppel. Ging. Es leckt gerade ein bisschen. Oder ist das wieder meine... Oh, nee, sag bloß nicht, ist meine Maus. Wenn die Maus in Horrorspielen rumleckt, dann hast du nur verloren. Da kann man bestimmt rein. Nein, das wollte ich nicht. Mach doch die Tür auf und dann kann man unten durch. Ja. Okay, dann weiß ich auch nicht, wo es hier lang gehen soll, zur Sicherheitsterminal. Wir haben eine Karte gefunden. Ja, ist auch noch ein bisschen Blut. Ja, ein bisschen, ne? Im Notfall muss ich den Part beenden und im nächsten Part seht ihr dann, wie es weitergeht, oder?
Eventuell habt ihr ja Tipps für mich, wie es weitergeht. Sonst muss ich mich ein bisschen erkundigen. Da unten geht es nicht weiter. Vom Fahrstuhl kam irgendwer runter. Vielleicht die Tür hier? Nein, auch nicht. Dann weiß ich leider auch nicht mehr, wie es weitergeht. Vielleicht da irgendwo? Okay, wir sollten nicht schnell laufen. Witness. Da kann ich auch mal googeln, was das heißt. Ich habe keine Ahnung. Mein Englisch ist nicht so besonders knorke. Vielleicht sollten wir hier zumachen. Ja, Der Thomas hat es doch geschafft, ein bisschen weiterzukommen. What the fuck? Starte den Generator im Keller neu. Versteck! Geh rein! What the fuck? Wir müssen jetzt ganz leise sein. Er darf uns nicht bemerken. Ich bin keine Schlampe. Geh weg. Geh weg und mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Tschüss. Und ich würde sagen, damit beenden wir auch den heutigen Part. Das nächste Mal werdet ihr sehen, wie es weitergeht. Aber bis dahin muss ich mich in diesen Strang verstecken. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Hipster Thomas. Ciao. Dass wir nicht beobachtet werden. Ich bin mir ganz sicher, dass wir beobachtet werden. Momentan ist es ja noch relativ hell hier drin. Nein, das wollte ich nicht. What the fuck?